Slanche, Cheers. 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 Ich habe noch gar nichts getrunken, Freunde. Slanche, Cheers, Prost, Servus. Alter, ja, bin gespannt, wie ich in einer halben Stunde beieinander bin. Ja, herzlich willkommen zum Whisky-Montag. Ihr könnt jetzt irgendwas aufmachen oder was trinken, was offen ist. Ihr könnt es auch auf Wasser trinken, ein Bluna. Ich habe es vergessen, letztes Mal zu sagen. Also es geht nicht darum, dass jeder Whisky trinkt, sondern einfach, ich plaudere ein bisschen. Ich trinke heute was sehr, sehr, sehr Besonderes. Ihr seht es ja schon, es ist quasi schon verraten. Und der Anlass, warum ich so einen ganz speziellen aufmache, der ist jetzt aus meiner eigenen Collection. Verrate ich auch gleich. Also, sollen wir es gleich machen? Ja, komm. Also heute ein Glen Grant und ja, der 170 Jahre Anniversary Malt. 1840 gegründet, hier 2010 gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Der Master Distiller hat dann irgendwann gesagt, also so habe ich es quasi nachgelesen. Er hat die besten, wertvollsten Fässer miteinander vermählt. Also es war quasi immer wieder so ein Fässer-Gangbang und dann kam der dabei raus. Ja, der hier, by the way, einen guten Untersetzer hat. Das ist ein ganz tolles Buch. Ja, das ist mein Buch. Jetzt kommen es ja wieder. Schräge, lustige, weirde Geschichten im Lockdown. Werden wir noch eine Zeit haben. Also, aber ist ein super Untersetzer. Wer es nicht lesen will, das ist 1A. Das ist wirklich, man kann hier rutschen. Solche Dinge. Nein, ich mache den jetzt gleich mal auf. Glen Grant, muss ich jetzt eins dazu sagen, ich habe mit dem Glen Grant, generell mit der Marke, also ich habe den schon mal getrunken, deswegen weiß ich, der ist Wahnsinn. Es ist viele Jahre her, dass ich den getrunken habe. Da war der auch noch erschwinglicher, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise, ich glaube, hey, pass auf, damals, das stimmt. Da hat mir Glen Grant eine Flasche von dem geschickt, weil damals habe ich irgendwie, glaube ich, irgendein Interview gegeben über Whiskys. Und also, lieber Glen Grant, also wenn du genauso heißt, ich trinke gerne nochmal so eine Flasche von dem, weil das ist jetzt meine private. Wie auch immer, ja, vielleicht seht ihr es ja. Und ich mache jetzt einfach mal auf. So, Alter, Glas habe ich hier, sonst wäre ich unprofessionell. Okay, hier, guck mal, das ist voll edel mit so einem, damit man immer weiß, wo der Whisky ist, wenn irgendjemand mit dem geht. Aber da muss jemand schon ein bisschen, ja, darf man es jetzt sagen, Parkinson haben. Dann, oh, das ist nicht lustig, es ist auch nicht lustig. Okay, so, auf alle Fälle, das ist wahrscheinlich wieder mit den Kühen auf der Weih. Man weiß immer, die haben eine Glocke und der hat das, wo er ist. Pass auf, und das ist jetzt, hört ihr das? Das nennt man Dolby Surround. Hey, was haben wir früher? Haben uns diese blöden Boxen. Ich hab, weißt du, da muss ein Würfel, da muss ein Würfel, ich muss von hinten hören, wenn einer spricht oder schießt. Ich habe mittlerweile nur noch vorne so ein Bar, nennt man das. Ein Bar. Genau. Und Soundbar. Also, auch den könnte man in einer Soundbar super trinken. Also, Glen Grant, 100. 5 Moment Angst gehabt, dass die Hälfte des Korkens drin ist. Ich habe letztes Mal aber wieder einen Whisky aufgemacht. Er war gar nicht so alt und die Hälfte des Korkens war drin. Das ist dann immer so. So. Okay, also mal schauen, mal schauen, mal schauen. So. Boah, gluckert der. Und klappert der. Genau. Also. Oh, ich verstecke mich hinter meiner Verpackung. Nein, du bist hinter der Verpackung. Oh Mann, oh, wie hat er das denn gewusst? Ja, gewusst wie? Wie auch immer. Siehst du, man kann nicht, nee, wenn es weiter vorrutscht, das ist alles ein ausgetüfteltes, also, nee, das nehme ich schon über mein Gesicht drüber, ist besser so. So. Über die Gläser brauchen wir nicht mehr reden, ich weiß. Es ist so geil, weil der ist so
Der ist so fruchtig. Also die Glen Grants sind ja eher so, ja, fruchtig. So der Rosinensepp und seine Freunde. Und jetzt trinke ich da einfach mal. Ob er noch so schmeckt wie damals. Also Slanche an dieser Stelle. Oder was habe ich vorher gesagt? Cheers. Vielleicht ist ja Cheers so ein ganz geschertes bayerisches Wort für Cheers. So. Ich liebe den. Aber ich glaube, der ist so voll. Der hat so, wie sagt man, wie ist das englische Wort? Rich. Ich glaube, so, bam, das ist alles. Ja, wie gesagt, Rosinen ist, glaube ich, nur das, ist das Ding. Und ein ganzes Futzelchen. Ein kleines Futzelchen Pizmuck, Torfrauch. So ein bisschen, so ein Futzelchen. Also nicht, dass er auftragt, nein, sondern so ein bisschen, damit er nur. Ich trinke gleich nochmal, weil der muss. Oh, ein edles Gesöff. Warum trinke ich denn? Freunde, ich bin hier übrigens nicht, dass ich glaube, so, der langt dann immer irgendjemand an da vorne und bedient was. Nein, ich habe hier nur, ich habe nämlich mir heute ein paar Geschichten aufgeschrieben. Beziehungsweise ich habe, das muss ich dann sagen. Also, ich mache heute was auf, weil es muss wieder was Besonderes sein, schon alleine, weil, ja. Wenn man die Nachrichten so hört, werden wir noch eine Zeit lang daheim verbringen. Und ich will dir dann Ostern trinken. Aus. So schaut's aus. Das ist das Erste. Also, dies sind die Abenteuer. Nein, pass auf. Ich mache jetzt ein lateinisches Wortspiel. Und aus dem lateinischen Wortspiel leite ich über, warum der heute wahnsinnig angemessen ist. Ich habe in meiner letzten Folge Open Mic, wer das noch nicht gesehen hat, kann man auch hier auf allen Kanälen immer anschauen, wo ich hier auch bin, mache ich jeden Freitag. Das ist so eine Viertelstunde Stand-up über die ganze Woche und zusammen mit zwei Freunden schreibe ich und spinne das rum. Und es ist quasi eine Open Mic, also eine offene Bühne. Und das Publikum sind aber, seid ihr dann draußen. Und das macht extrem Spaß, haben irgendwie ein paar richtig schöne Folgen gemacht und wir hatten lustigerweise, als der ganze Streit um AstraZeneca geht und also mein Gott, und das wird nicht klappen und die Mühen, irgendwo habe ich aber gesagt, die Mühen sind groß jetzt, dass das mit dem Impfen klappt, dann dachte ich mir, Alter, als alter Lateiner, per aspera ad astra, durch die Mühen zu den Sternen, per aspera ad AstraZeneca. Und Seneca, das ist wirklich wahr. Das ist ein römischer Philosoph. Also Astra, per aspera ad astra und dann Seneca, der Impfi-Mimpfi. Und der Seneca, ein römischer Philosoph, und dieser Seneca hat diesen Spruch geschrieben, per aspera ad astra, durch die Mühen zu den Sternen. Und ich bin bis jetzt der Meinung, das ist kein Zufall, das kann nicht sein. So, auf alle Fälle, per aspera ad Sternenflotte. Deswegen gehen wir nochmal. Ich mag die Glen Grants haben und ich kann es nicht erklären. Ich habe meinen ersten. Ich bin bei Glen Grant ziemlich, ich bin zu hoch eingestiegen, sagen wir es mal so. Da, ich kann mich erinnern, ich habe das muss, ey, keine Ahnung, es muss so 10 Jahre, gut 10 Jahre her sein, habe ich tatsächlich, ich habe 2 Flaschen gekauft, einen
54er oder 57er Glen Grant, die mittlerweile nicht nur unbezahlbar sind, sondern voll die Sammlerseuche, in London gekauft. Das ist, wie gesagt, 10 Jahre her, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und ich habe, ich lasse es umgerechnet um die 100 Euro gewesen sein, nicht einmal. Und es war, klar, ist Geld, aber für so einen uralten, also von 57, der war dann auch, ich weiß gar nicht, wann der abgefüllt, ich glaube 2011, also einiges an Jahrzehnten. Alter, über 40-jähriger Glen Grant. Und die haben wir damals sehr genossen, weil sie waren ja nicht ganz so teuer. Heute, wenn man drauf schaut, also auf die Preisliste, denkt man so, hätte man einen verkneifen sollen. Aber Per Aspera hat Sternenflotte. Also die meisten von euch werden es ja wissen jetzt. Oder muss ich es überhaupt noch sagen? Muss ich es überhaupt noch sagen, was heute für ein Tag ist? Meine Frau grinst da hinten. Muss ich es überhaupt noch sagen? Also wenn jetzt heute Weltfrauentag wäre, dann würden natürlich die Hälfte der Zuschauerschaft da draußen sagen, hey, Checker, Weltfrauentag. Und es wären nicht die Männer, natürlich. Aber an dieser Stelle jetzt, jetzt geht das Publikum auseinander da draußen. Was ist heute? Was ist heute? Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe es auch heute erst, ich habe es am Zeitungsstand gelesen. Ich habe Brezen gekauft und am Zeitungsstand war große Schlagzeile. Heute großes Interview, William Shatner wird 90 Jahre alt. In der Abendzeitung. Also er wurde nicht in der Abendzeitung 90, sondern er wurde generell 90. Und ich war so, 90, das ist schon... Und dann war, ich wollte eigentlich einen anderen Whisky heute aufmachen, aber im Punkto jetzt was genießen und richtig, also wenn man sagt, das muss man feiern. Und das feiere ich, lieber Captain Kirk, also muss vielleicht dazu erklären, nicht jeder kennt Raumschiff Enterprise, die Classic, natürlich, wir reden hier von Classic Enterprise, Classic Malls, Classic Enterprise, Freunde, muss man noch was sagen? Nein, muss man nicht. Und der Captain Kirk wird 90, man überlegt, der wird 90. So, so schaut er aus. Das ist das Foto. Nicht die Finger rein ins Gesicht, das macht man nicht, Michel. Das tut man nicht. Also das ist, da steht, das Beste, was du mir je passiert ist. Nein, er zitiert an dieser Stelle nicht Silbermond. Weil da geht auch noch das Du ab und du bist das Beste, was mir je passiert ist. Er sagt natürlich, Raumschiff Enterprise war das Beste, was ihm je passiert ist. Würde ich jetzt einfach so sagen, denke ich, ist schon seine Ikonenrolle und ich bin echt nostalgisch geworden, weil ich stand davor. Ich hatte vor kurzem irgendwann mal gelesen, ja, dass Spock und tatsächlich war also in 3 Tagen wäre Leonard Nimoy auch 90 geworden. Leonard Nimoy alias Spock. Und das hatte ich vor kurzem mal gelesen und war ich so, boah, echt. Und eigentlich wäre es schön, wenn der noch da wäre, der Spock, der Leonard Nimoy. Den durfte ich ja wirklich mal kennenlernen. William Shatner nicht, soweit ich das. Oder habe ich den, eigentlich hätte ich mich daran erinnert jetzt, oder? Das ist, das war tatsächlich so ein ganz, es war Übersprungshandlung, Freunde. Boah, das stimmt. Meine, ich habe was im Kopf gehabt und das ist gar nicht so blöd. Zu meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum. Freunde, passt auf. Jetzt erinnere ich mich. Ich hatte Mittermeier 20 Jahre. Das ist auch eine Zeit her. Das war 2007. Haben wir eine Show gemacht, also was wir, ja, ich habe ja auch mitgestaltet und viele Freunde, Thomas Hermanns hat da viel gemacht, meine Frau. Oder warst du gerade schwanger? Hochschwanger? Euer Schwede, 20. She's my brain. Das ist auch gut so, ich bin Komiker. The comedian and the brain. Ist aber ein sehr hübsches Brain, muss ich an der Stelle sagen. Freunde, also ich hätte sie auch ohne Brain geheiratet. Ganz ehrlich, einfach nur so für Optik. Ja, komm mal, da bin ich ganz Mann. Das ist mir völlig, also es ist mir völlig egal, ob du
Hirn hast oder nicht. Scheiße, jetzt hab ich mich in ein Eck geredet. Nein, eine Frau erinnert sich und jetzt erinnere ich mich auch. Und mir wurden ein paar Grüße aufgenommen, also von sehr illustren Menschen. Bob Geldorf hat einen Gruß für mich eingesprochen. Ich hatte mit dem auch mal eine sehr whisky-freundliche Nacht in Berlin in irgendeiner Hotelbar. Ich glaube, es war irgendein Marriott, also so ganz, aber so eine, ja genau, ich schweife ab. Bono hat einen Gruß, es waren so ein paar illustre Menschen. Und dann sagt der Thomas plötzlich, Wiggel, wir haben hier noch jemanden, der will dich grüßen. Und da kam William Shatner und alias Captain Kirk und hat quasi mir Grüße gesandt zu meinem 20-jährigen Bühnenjubiläum. Ich sag's mal so, ich erinnere mich jetzt wieder, dass ich so da saß und ich habe mich gefreut wie die blöde Höllensau, wie ein Schnitzel. Aber ich habe mir das dann später noch mal angeschaut und also es ist ja klar, der kannte mich ja nicht. Die haben gesagt, hey Kirk, du Shatner, da ist ein bayerischer Komiker, der hat 20 Jahre Jubiläum. Da hat er wahrscheinlich gesagt, was 20 Jahre Jubiläum, was soll denn der Scheiß? Also bitte, also bayerischer Komiker, der ist für mich in der Rangfolge noch unterm Tschechow und der war beim Captain Kirk Ossi. Also wenn man das sich anschaut, merkt man, er hat keine Ahnung, über wen er spricht. Es hat auch so, ja, aber es hat mich sau gefreut. Und wisst ihr was, ich schaue, dass ich mir das irgendwo, vielleicht haben wir das sogar noch, vielleicht haben wir das auf der Mittermeier-DVD, ich weiß es nicht, oft so eine rechte Kiste, aber wenn ich das runterrippen kann, dann werde ich einfach die nächsten Tage mal versuchen, das hochzuladen. Genau. Und Captain Kirk, genau. Ich habe ja, gut, die meisten wissen es ja, ich bin ja abgöttischer Raumschiff Enterprise Fan gewesen. Man kann sagen, der ist ein Star Trek Fan, Raumschiff Enterprise Fan, es ist ja völlig egal. Es ist im Grunde genommen, ich sag vielleicht aus Nostalgie mal Raumschiff Enterprise, weil die Classic war halt meine Serie. Ich habe die Next Generation auch geliebt, kein Thema, aber die Classic war so mein Einstieg. Und ich mochte die ganze Philosophie von dem Ganzen. Ich muss dazu sagen, ich habe hier ein altes Buch rausgekramt von Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek. Und das ist ein Buch von 1968. Und das ist so ein The Making of Star Trek von einem Stephen E. Whatever und Gene Roddenberry. Und das hört sich jetzt so trocken an. Ich kann mich erinnern, ich habe das, es ist lange her, ich glaube, da habe ich noch gar keine Comedy gemacht, habe ich das gekauft. Ich habe das Buch mindestens zweimal gelesen. Es ist so ein tolles Buch, weil Gene Roddenberry ist so ein Visionär, warum er es gemacht hat, was er sich dabei gedacht hat. Es hat mich dann später erinnert, so die bei Herr der Ringe, bei den Extended Versions mit dem ganzen Bonusmaterial auf den DVDs und den Blu-Rays, Peter Jackson, wie die diesen Kosmos entworfen haben. Und der Gene war da mit dabei. Und da sind ganz illustre Bilder drin. Hier zum Beispiel, pass auf, das passt nämlich zu heute, zum 90-Jährigen. Das ist ein Bild, da heißt, er wird gerade geschminkt und wird auf alt gemacht. Da gab es eine Folge. So, und jetzt machen wir noch den Zwischengang. Pass auf, hier. Wer schaut da den Maskenbildner skeptisch an? Wer schaut da so? So ein bisschen wie Zuländer. So, Zwischengang. Und jetzt könnt ihr beurteilen, pass auf, jetzt kommt das Foto, was da drin war, als er geschminkt war. Zusammen mit seinen Kollegen. Ist das ein geiles Bild? So, auch nochmal allein so. Gut, das ist ein bisschen Walking Dead. Wenn man ehrlich ist, so klein wenig Walking Dead. Und die Frage ist tatsächlich jetzt, so. Original und Fälschung. Das war die Vision, das ist die Realität. Nicht schlecht. Also, wenn ich ehrlich bin, also, aber er hat ein gutes Toupet.
Wenn ich ehrlich bin, finde ich cool. Weil bitte nicht, wenn die dann irgendwann so, also so über 60-jährige Männer, die dann ganz schwarze Haare haben. Also wenn ich irgendwann ankomme und habe ganz dunkel schwarze Haare, dann schreibt einfach in den Kommentaren, Alter, dritter Frühling oder siebter Frühling, whatever. Oh, also, das ist doch eine Kombi. William Shatner, danke für die Grüße damals, es war unfassbar. Und ich meine, wer hätte gedacht, dass William Shatner überhaupt 90 wird? Also nichts gegen William Shatner. Hm. Aber der war ja damals schon, also der hat ja schon den Bauch eingezogen bei der Classic Enterprise. Und später dann, der hat ja dann lange eben nichts Gescheites mehr gemacht und dann kam TJ Hooker, so eine, ich will mal sagen, sehr mediokere Cop-Sendung. Da hat er so einen Cop gespielt, einen Polizisten. Und da war es schon wirklich so, also der hat so, also das hat so gespannt. Also die Cop-Uniform. Das war auch, glaube ich, so spezial Nähgarn von der NASA, weil sonst hätte ich das gar nicht mehr gehalten. Der war ja schon, der war in den 80ern kurz vorm Platzen. Und ich habe mal so Star Trek Nights gemacht in Berlin, Anfang, Mitte der 90er. Da habe ich quasi 2 Stunden lang nur über Raumschiff Enterprise Stand-Up-Comedy gemacht. Eigentlich war es fast wie eine Performance. Ich habe heute noch ein Skript, das ist nicht mein Skript, sondern ich kann mich erinnern, ich habe mich wochenlang hingesetzt, habe mir Folgen angeschaut und habe mir alles rausgeschrieben, was ich lustig fand. Und saß dann da so eine Woche vor der ersten Aufführung und hatte, ich weiß nicht, ich glaube 60, 80 Seiten und sagte, das kann ich gar nicht lernen. Und dann habe ich mich entschieden, ich lerne es auch nicht. Und habe mich dann so durchimprovisiert mit den Zetteln und habe Captain Kirk. Ich muss sagen, das war schon bei meiner Raumschiff Enterprise Nummer. Ich habe es geliebt, Captain Kirk zu spielen. Also dieses den Bauch einziehen und, ey, Scotty, was ist los? Der Captain Kirk hat ja bei mir in meiner Enterprise-Variante immer bayerisch gesprochen, weil ich fand ja, dass der was hatte, so, hey, Ansage, was ist los, Scotty? Und Chekhov, komm, jetzt bist du mal wieder ruhig. Gib ihn auf dem Bildschirm. Ja, es ist schon recht, Chekhov. Und ich habe, wie habe ich den beschrieben damals? Irgendwo habe ich es hier, irgendwo, glaube ich, sogar stehen. Auf alle Fälle. Mit pantherhafter Agilität ist dann Captain Kirk immer quasi am liebsten auf Felsen gesprungen und vom Felsen runter. Und ich habe mir da irgendwelche Fake-Felsen aufgebaut, ich weiß gar nicht mehr wie damals. Und dann bin ich draufgesprungen, habe Captain Kirk gemacht, wie er so rumspringt. Und ich hatte auch eine Uniform an, es war eine Spock-Uniform. Die mittlerweile, wenn ich die nochmal anziehen würde jetzt, die würde spannen. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich werde ja jetzt ab Sommer heuer Jubiläum. Also Kirk wird 90 und Zept wird 25. Und ich werde, und den Plan hatte ich schon seit ein paar Jahren, ich werde Zept wieder spielen, jetzt ab Sommer. Und ja, ich sag mal, Corona macht ein bisschen, ich weiß auch nicht so genau, ob das so alles so klappt, was ich wollte, weil ich wollte eigentlich, meine Uridee war, ich möchte das nicht gleich und big und hier und bis zu deppert die Halle. Ich wollte es einfach spielen in den Räumen, wo ich damals Premiere gemacht habe, wo ich damals gespielt habe. Und bei der Vernunft war damals Premiere, 96. Und so ein paar kleine Kleinkunstbühnen, Kabarettbühnen, Neues Theater Höchst, Quatsch, Comedy Club bin ich jetzt auch, also avisiert jetzt Juni, Juli im Tivoli in Hamburg. Da habe ich auch Zept gespielt, relativ früh. Und ja, ich weiß nicht, ob es Indoor funktioniert, aber Outdoor gibt es Open Airs. Und die ersten Termine sind jetzt auch schon, schaut es auf die Homepage, whatever. Und ich habe noch keine Ahnung, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ich weiß nicht, wie ich Zept nochmal spielen kann. Ich werde einfach Spaß haben mit ein paar alten Nummern und da werde ich auch neues Zeug, denke ich, erzählen.
Und das wird großen Spaß machen. Und da werde ich, und ich habe heute, als ich so ein bisschen rum recherchiert habe, so in meinem Computer, ich habe das Skript gefunden, das Star Trek Skript, und ich habe, keine Ahnung, dateienweise, was ich mir aufgeschrieben habe damals, wochenlang, unfucking fassbar. Danke für den, Ray. Ich hab auch eine Next Generation Nummer damals gemacht, geschrieben, verquickt mit einer Folge von der Next Generation, die ich auch gleich noch ansprechen werde. Und aber übrigens 46%, fast Stärke. Und an der Stelle, Kirk ist auch fast Stärke. Also, wenn man ihn gesehen hat in den 80ern im TJ Hooker Kostüm, da würde ich sagen, Single Barrel. Und wenn er so gegangen ist mit dem eingezogenen Bauch, dann war es ja immer so ein bisschen wie so ein Fass, das so dahin läuft. Und 90, Freunde, da braucht er ja mindestens 4 Impfdosen, oder? Also das ist ja schon Risikogruppe. Ich denke, da ist er mit der Impfung, also spätestens im Oktober dran. Also bei uns drüben geht es schneller. Wir wollen nicht abschweifen. Und ich muss dazu sagen, ich sehe eigentlich Captain Kirk jeden Tag. Ich sehe auch Spock jeden Tag. Und die Kerncrew, die 7, die glorreichen 7 der Kerncrew. Ich habe mir 1998 auf der FedCon bin ich aufgetreten. Da habe ich mir Poster kann man nicht sagen, es ist so eine Brush-Zeichnung gewesen von irgendeinem Künstler. Und dieser Print von dem war signiert von der gesamten Kerncrew mit goldenem Stift. Und ich werde mich ewig erinnern, ich stand da vor diesem Bild, fand das todesgeil, ein total schönes Bild, die Enterprise und die 7 Kerncrew-Köpfe. Und dann meinte der Typ, der das verkauft hat, hey, so, das ist der Wahnsinn, das musst du kaufen, weil jetzt sind die alle noch am Leben. Und das sind alle 7 Unterschriften, die sind nicht überall drauf, aber irgendwann gibt es keine 7 Unterschriften mehr. Und dann sind bald darauf, ich glaube ein Jahr später ist Pille gestorben. Und ich habe heute nur ein schlechtes Gewissen, weil ich habe das gekauft. Ich habe gesagt, das kaufe ich. So lustig, ich habe meine gesamte Gage ausgegeben. Ich weiß mal auswendig genau, es waren glaube ich 2.500 Mark, 3.000 Mark, Mark für die. Und ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, als der Pille gestorben ist, der McCoy war ich so, scheiße. Wenn ich nur gesagt habe, naja, dann bin ich ja gespannt, wann der Erste stirbt. So macht es halt der Komiker, wenn er ein schlechtes Wortspiel machen will. Und ja, ein Jahr später, nicht mal ein Jahr später, war es dann soweit. Aber auf dieser FedCon, da durfte ich Leonard Nimoy kennenlernen. Und jetzt bin ich wieder abgeschwiffen. Wir kommen zu Kirk. Jetzt habe ich hier alles, ich habe mir so viel aufgeschrieben zu Kirk. Pass auf, ich hab eine Geschichte gefunden im Internet. William Shatner war wohl 2018 ist er nach England gefahren, Großbritannien. Und dann hat ein schottischer Fan hat irgendwie ihn angeschrieben, ich weiß gar nicht wie, ist es dann Twitter, ist es, what, ich glaube Twitter war es. Und hat gesagt, hey, das Original, du musst irgendwie mal nach Schottland kommen und einen proper Whisky trinken. Da hat er voll recht. Also hat sowas von recht gehabt. Also die Schotten haben sowas von recht manchmal. So, pass auf. Auf alle Fälle hat er dann geantwortet, yes, oder nicht yes, sondern I'm waiting on Ed und dann Sam Hewen oder Hoy Khan, schreibt man den, and his great Glen company. I hear it's worth the wait. Also ein Schauspielerkollege hat damals gesagt, er wird dann Whisky brennen. Und der Typ heißt Sam Hewen, ich kannte ihn nicht. Also ich habe auch nachgelesen. Also
der spielt in Outlander. Outlander. Nicht der Film, cooler Film by the way. Raumschiff landet in der Wikingerzeit und hilft den Wikingern, ein Monster zu töten, das auch aus der Zukunft kommt, da wo das Raumschiff her ist. Ziemlich intelligente Handlung. Cooler Film. Mit, wie ist der, Jim Caviezel, der auch mal Jesus gespielt hat. Cooler Film, kein Thema. Und, aber die Outlander-Serie habe ich noch nicht gesehen. Irgendjemand hat mir mal gesagt, so, das ist so ein bisschen die romantische Version von Vikings. Das war meine Frau, siehst du das? Ich wollte jetzt, du warst unter Vorrat, oder? Ja. Hast du eine Folge angeschaut? Voll Kitsch. Und auch irgendwie so ein Kitsch-Film von Rosamund Pilcher. Also, meine Frau sagt gerade, das ist so voll, das ist die Rosamunde Pilcher-Version von Wikinger, von Vikings. Und ich habe nicht reingeschaut, weil ich habe mir irgendwie schon nicht getraut, die Bilder, weil die schauen alle so gut aus. Da ist die Handlung, dass eine Frau, eine Krankenschwester, soweit ich das weiß, 1945, warum auch immer, auf alle Fälle durch ein Wurmloch, so jetzt sind die Trekkies gefragt, es gibt jetzt sicher eine Menge, die sitzen da so, wo ist es in der Wurmloch und schauen dann vielleicht nach, ob gerade im Holz eine Lücke ist. Die reist durchs Wurmloch zurück. 200 Jahre. Und da trifft sie dann den Sam Heughan, der hat halt dann ein Kilt an, wahrscheinlich so, und hat schöne Wadel und, oh mein Gott, ist sicherlich so ein Germany's Next Topmodel Highlander, weißt du, so, oh mein Gott, es kann nur einen geben, bei Heidi und beim Highlander und beim Outlander. Also wenn dann Highlander, nicht Outlander. Ich finde, Outlander ist out auf alle Fälle. Ich habe es ja wie gesagt nie gesehen. Schaut es euch an. Da war meine Frau so frustriert, als sie das angeschaut hat. Und sie sagt, das ist so kitschig, das ist so ein Schmarrn. Ich brauche was Gescheites. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weil ich hatte alle 5 Staffeln Peaky Blinders schon gesehen. Und dachte mir so, schon tough. Eine der geilsten Serien. Fucking der letzten vielen Jahre. Und ja, meine Frau hat gebinge-sportet. Komplette. Ich habe eine coole Frau. Ich habe eine coole Frau. Ja. 5 Staffeln Peaky Blinders. Ich warte jetzt auf die letzte, auf die 6. So, also. We are the Peaky fucking Blinders. Not bad, oder? Ja, wahrscheinlich Schotten würden mich jetzt töten. Iren auch, also Iren vor allen Dingen. Ich habe jetzt was Irisches versucht. Aber gut. So, und jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, William Shatner, Captain Kirk, danke. Nicht für diesen Gruß, an den du dich nie in deinem Leben wieder erinnern wirst, sondern danke, tatsächlicherweise, William Shatner hat mir unbewusst einmal verholfen, dass ich Jerry Lewis zum Lachen gebracht habe. Und das ist ein Moment, an dem, das ist einer meiner ewigen Momente, tatsächlich, in meinem gesamten Künstlerleben. Ich könnte jetzt eine Stunde ausholen. Wie erzähle ich die Geschichte in kurz? Pass auf. Ich habe eine Laudatio gehalten zur goldenen Kamera von Jerry Lewis. Das war 2004, 2005, so. Und er war begeistert. Er stand hinter der Bühne. Es wurde ihm übersetzt. Ich glaube, es war eine meiner schönsten Laudatio, die ich je gehalten habe, tatsächlicherweise. Und ich liebe Jerry Lewis, weil das ist der erste Comedian, Komiker gewesen, der mich als kleinen Bub zum Lachen gebracht hat. Und ich liebe seine Filme und ich finde auch, dass vor allen Dingen seine alten, also von den Schwarz-Weiß-Filmen, das sind ein paar so unterschätzt. Der Page, ich glaube, es war sein allererster Film, den er selber gemacht hat, großartig, also in puncto Timing und alles und Humor. So, ich schweife ab. Dann war es so, das Jahr drauf hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. So, und jetzt bewegen wir uns zwischen 80 und 90. So, das ist die Verbindung William Shatner, Jerry Lewis, Wittermeier.
90, 80, noch 54. Meine Tochter würde sagen, fast 60. Und zu diesem 80. Geburtstag von Jerry Lewis hat er sich gewünscht, dass er eine Fernsehsendung machen darf, kann. Und zwar in Deutschland. Weil er war so ein bisschen pisst, soweit ich das mitgekriegt habe, dass in Amerika irgendwie die Kritiker schreiben, also Jerry Lewis, ja nur Grimassen und so und so. Und in Deutschland hat er so eine harte Fanbase und so viele Leute gehabt, die ihn immer noch geliebt haben. Und er wollte eine Sendung machen. Und es sollte eine Sendung sein, wo ihn quasi jemand interviewt und sein Werk, ihn vorstellt, sein Werk. Und er hat sich mich gewünscht, als Host. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Anruf bei mir war. Jerry Lewis will dich als Host. Du interviewst den. Ich so, was? Wie? Wie gesagt, jetzt rede ich gleich eine Stunde. Auf alle Fälle habe ich gemacht, war eine der wahnsinnigsten Zeiten, glaube ich, in meines Lebens bin ich war. Also da habe ich mich schon vorbereitet auf jemanden, der 70 Jahre im Showbiz war und bis dato. Und man hört dann ja immer Stories, boah, der ist nicht immer einfach und der ist schon tough, der kann schon. Und wer jemals dieses Interview gesehen hat mit dem Journalisten, dem aber auch was Schlechtes wollte. Und dann sage ich auch, Jerry Lewis gibt es ihm in the face. Und ich hatte die Hose ziemlich voll. Und dann war er aber so freundlich zu mir. Aber gut, er hat sich mich gewünscht, weil er wirklich geglaubt hat, ich mache das gut. Und mein Ansinnen war immer, ich will ihn auch zum Lachen bringen. Irgendwie, und zwar nicht inszeniert, dass ich sage so, sondern es muss irgendeine Stelle geben, wo ich den zum Lachen bringe. Und meine geplante Stelle war eigentlich eine Stelle, wo ich ihm, er war sehr körperlich und ist oft umgefallen und so, und später hat man erfahren, der hat ja jahrzehntelang Rückenschmerzen gehabt und konnte eigentlich zum Teil kaum gehen, jeden Tag Schmerzen. Und das haben wir übrigens auch gemeinsam, also einige Jahrzehnte, Gott sei Dank mittlerweile im Verein, aber ja, ist kein Thema. Der Spaß macht, oder ich erzähle mal wirklich mal, wenn eine ernste Sendung ist. Und ich dachte, ich mache einen Move und ich schmeiß mich, breite mich so auf den Boden und dann lacht er, weil er denkt so, wahaha, so, und ich habe, und mir ging es damals auch nicht wirklich gut. Ich hatte böse Schmerzen und ich habe mich auf den Boden gebrettert wie ein Schwein und ich dachte, ich lande und dann lacht er. Nix, weil er war beeindruckt, dass ich es hingekriegt habe wie er, aber ich glaube, er hat, es wird mir das nachher gesagt, er hat nicht gelacht, weil er hat, für ihn nicht lustig, weil er sieht den Schmerz in der Landung, weil er wusste, dass auch ich, also Rückenprobleme hatte. Und also meine große Chance erstmal vertan und dann habe ich ihn zum Lachen gebracht an einer Stelle, da ist er wirklich rausgeplatzt und das war unfassbar. Und da hat William Shatner damit zu tun, weil eine Zeit lang Jerry Lewis, das waren die 2-3 Jahre davor, vor seinem 80., der hatte eine Krankheit, ich weiß es nicht mehr auswendig, auf alle Fälle hat er Medikamente genommen, hat einen wahnsinnig aufgeschwemmten Kopf und der hatte so, dieser aufgeschwemmte Kopf, es gab ein Bild und da sah der aus wie so ein richtig fetter, rotbackiger Captain Kirk, also William Shatner. Und ich habe das Thema angesprochen, obwohl es nicht klar war, darf ich das überhaupt ansprechen? Die anderen waren schon sehr nervös, weil es kein Thema war, aber er sagte, hey, Jerry Lewis will eigentlich über das nicht so reden. Und ich dachte aber irgendwie, ich will das ansprechen, weil ich mochte was erfahren darüber, wie sein Humor funktionieren kann, auch mit so einer Tragik, dass er trotz dieser heftigen Krankheit und Medikamenten hat er immer noch versucht, Menschen zum Lachen zu bringen, der Jerry. Und dann blende ich das Bild ein und sage, ja, ich war sick und dann hast du das und Medikamente und blablabla. Und dann haben wir das Bild eingeblendet und dann habe ich gesagt, weil ich eigentlich nicht genau gewusst habe, was ich sage, ich erkläre es auch gleich und gesagt, ey, das,
also dieses rotgesichtige, aufgepumpte Gesicht von Jerry Lewis, das Bild, und ich zu ihm so, hey Jerry, looks like the late William Shatner. Und dann ist der rausgebrochen und hat gelacht. Ohne Ende. Und es war der Gag des Abends. Und das Lustige war, es war nicht als Gag gemeint. Ich wusste nicht, dass Late William Shatner, der verstorbene William Shatner heißt. Ich dachte, The Late heißt so vergangener, also der ist schon, also jetzt ist er, aber er schaut aber schon dick aus so. Und ich dachte, das ist aber lustig, wenn ich das sage. Du siehst so aus wie so ein bisschen, ja, vergangener, dicker William Shatner. Aber es heißt ein verblichener William Shatner. Und Jerry fand das so lustig und ist rausgebrochen. Und ey, mein Herz ist gehüpft. Er hat so gelacht und auch ich war glücklich in dem Moment. Ja, so, an dieser Stelle, Captain Kirk, wenn du den Whisky Montag siehst, was ich nicht glaube. So, ich glaube auch, ich habe hier noch, ey, ich habe so viel aufgeschrieben. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache eine eigene Star Trek-Folge, wo ich nur über Raumschiff Enterprise rede und ziehe mir die ganzen Geschichten raus. Aber zum Abschluss möchte ich dann quasi noch mit einer Whisky. Es gibt in der Next Generation Star Trek, es gibt eine Folge, das ist, ich glaube, eine der schönsten Folgen ever und meine Lieblingsfolge von allen Next Generations. Besuch von der alten Enterprise. Ich glaube, es ist Folge 64. Nagelt mich nicht fest. Keine Ahnung. Das ist in meinem Kopf irgendwie. Und Besuch von der alten Enterprise auf alle Fälle taucht. Und ich erzähle die ganze Geschichte mal anders, aber Scotty taucht wieder auf. Der hat sich in irgendeinem Transporter-Beamstrahl, hat er sich quasi über 74 Jahre lang gehalten und er wurde wiederentdeckt von der Next Generation, von dem Raumschiff, 74 Jahre später. Und dann war der Scotty, er ist ja nicht gealtert, er war im Beamstrahl. Dann ist er auf die neue Enterprise gekommen und die war natürlich ganz anders wie die alte Enterprise. Also ganz andere Technik, alles und so. Und Scotty ist so frustriert, weil ihn keiner braucht, weil er ist ja der Checker. Scotty ist, wie ich letzte Woche gesagt habe, Scotty, repariere das Impfzentrum, komm, mach, das geht. Das dauert 6 Wochen, hast 3 Wochen, okay, Captain, ich mach den 2. So, der Klassiker. Und dann geht Scotty in die Bar und will einen Whisky saufen. Und trinkt den Whisky und dann so, ugh. Und das war so meine Vorstellung, das ist kein Jim Beam. Nein, auf alle Fälle, er findet den Whisky furchtbar, weil die in der Zukunft kein Alkohol mehr drin haben im Single Malt, sondern Syntherol. Whatever Syntherol ist, Alkoholersatz. Und Data sagt dann noch, weil Scotty sagt dann so, was ist das? Und Data, der Android, also jetzt wird speziell, sagt, es ist grün. Tja, und dann ist er sehr frustriert, der Scotty, und geht aufs Holodeck. Das Holodeck, da kann man sich ja, ich muss nicht alles erklären, und er projiziert sich die alte Enterprise, die Classic, und da ist er da drin, und es kommt Jean-Luc Picard. Und Jean-Luc Picard trinkt mit ihm dann Whisky. Und er ist, wie heißt er? Ich habe ein Aldebaran Whisky. Alte schottische Highlands, Aldebaran, vermute ich. Und das ist eine der schönsten, das ist, glaube ich, eine der schönsten Star Trek-Szenen, Raumschiff Enterprise-Szenen ever, wo Scotty dann schon ein bisschen angetrunken trinkt mit Jean-Luc Picard. Und dann sagt Scotty den Satz, er fasst so auf den Boden und sagt, damals bei der alten Enterprise konnte ich nur das durch das Befüllen der Platten spüren, wie schnell sie fuhr. Und das sind epische Sätze. Und ich trinke hier meinen letzten Schluck, Slanche. Scotty, ich weiß, dass du irgendwo bist. Das weiß ich. Auf alle Fälle in meinem Herzen. So wie die gesamte Crew der Enterprise forever. Und vielleicht mal ein Foto von meinem Poster mit den 7 Unterschriften. Und
drei Leben noch. Tja, also, es war schön wieder. Es ist lange geworden. Ja. Und lasst es euch gut gehen, versucht es. Es ist eine schwere Zeit. Ich merke es auch langsam, dass der Wahnsinn in einem. Es ist tough. Aber es hilft nichts. Ich denke dann einfach an schöne Dinge wie: Ich beende diese Folge auch mit einem Satz von Scotty, aber nicht jetzt zu irgendwas, sondern zu Captain Kirk. Sag ich das ab? Ich versuche ihn mal auswendig zusammenzukriegen. Scotty sagt irgendwann in der Folge, das ist auch in der Folge, Besuch von der alten Enterprise. Ich weiß nicht mehr, zu wem er sagt, könnt ihr es ja in den Kommentaren, vielleicht weiß es jemand noch, schreibt es rein. Abonniert diesen Kanal, wo ihr auch immer gerade zuschaut. Also Facebook, Insta habt ihr dann eh schon. Aber YouTube, und da tue ich ja alle meine Videos auch raus. Und die Comedy-Videos immer in ganz auf YouTube. Und schreibt einfach irgendwas über die Enterprise, über Scotty, über Kirk. Wer war euer Favorite? Bei eins muss man immer sagen, bei einem Whisky-Tasting, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, wenn man eigentlich keine Ahnung hat, dann muss man einfach nur Spock sein. Dann muss man riechen, trinken, die Augenbraue hochziehen und dann faszinierend. Und nun, Scotty hat gesagt, Captains sind wie Kinder. Das muss ich doch. Sie fordern immer mehr, als sie brauchen. Die Kunst ist es ihnen nicht zu geben, was sie wollen, sondern das, was sie wirklich brauchen. Und ich hoffe, wir brauchen den Whisky-Montag noch ziemlich lange. Also, ihr braucht den. Nicht, dass man braucht als Krisenbewältigung, sondern einfach danke, dass ihr da seid. Es ist schön mit euch. Also, Servus. Cheers.